Hier hinten wieder Erde. So, aber mehr sehe ich jetzt tatsächlich auch. Doch, da ist noch. Gut, wo der letzte Rest davon sein soll, weiß ich nicht. So, dass du damit das dann nicht mehr in der Luft hängt. Muss ich jetzt einiges nachbearbeiten. Huch. So. Hier dann bitte auch einmal. Habe ich natürlich eben nicht so ganz mit bedacht, als ich hier das Gelände gemacht hatte. Jetzt. Jetzt kann ich die Kamera wieder bewegen. Wie wollte ist das gerade nicht mehr. So, jetzt sollte alles auf seinem Boden sein. Ja, und was tue ich jetzt dagegen, dass es das getan hat? Wie geht das jetzt weg? Gut, stecke ich erstmal in Quarantäne. Weiß nicht, was ich dagegen tun soll jetzt. Seltsame Erinnerung. So, Beleuchtung fehlt hier auch immer noch. Ich mache das jetzt hier einfach weg. Nervt mich, wenn da rote Balken sind. So. Hier machen wir mal so ein bisschen das Licht. Jetzt haben die Leute hier auf jeden Fall einen Grund, hier hochzugehen. Von hier aus zu gucken. Wunderbar. Speichern. Dann kümmern wir uns erstmal kurz um die Felsbearbeitung hier. Was wir wieder ausschalten. Das hier. Und warte, wie kriegen wir das jetzt? Doch, so geht das, glaube ich. Quarantäne voll überstanden. Kann Quarantäne bei euch verlassen. Das ist super.
Bewegen in hierhin. Weiter geht's. Vielleicht können wir hier so eine Art Treppe mit reinmachen. So. So. Na gut, letztendlich würde ich treppenförmig, aber. Oder. Können wir das Gelände hier vielleicht nochmal ein bisschen anheben? Nee. Jetzt. Nur um da halt so ein bisschen Gras und so mit ranzubringen. Wobei es hier natürlich jetzt nicht ganz so sinnvoll ist. Na, da halt. Da kann ich mal schlecht aus. So, hier könnten wir auch noch mal ein paar Felsen reinhauen. So, jetzt werden hier wieder ein paar Dämpfe abgelassen. So. Jo, geht doch schon. Nicht schön, aber selten. Dann machen wir hier auch noch mal ein bisschen Deko-Steinchen hin. Das wir eigentlich seit dem vorvorletzten Stream geplant hatten, aber es nie gemacht haben. War immer irgendwas dazwischen kam. Und gleich können die Pandas ausbrechen. Ah, eventuell. Eventuell könnten sie das. Wenn sie wollten. So. Könnte natürlich, oder wir könnten, warte, so dass sie dann natürlich nicht reinlaufen, aber dennoch Platz hat. Oh, das passt aber echt haarscharf. So. Da ist es mit drin. Und dass wir jetzt hier halt. Ich glaube, das gibt es bei uns in unserem Zoo auch. Und da halt solche Höhlen hat. Da dann halt quasi so durchstiefelt. Das schaut super aus. Echt? War jetzt einfach so eine spontane Idee, weil hier möchte ich dann ja quasi komplett überdacht haben.
Und hier dann halt wirklich nur so, man so durchgehen kann. Also große Menschen stoßen sich auf jeden Fall den Kopf. 700 Menschen haben wir bei uns im Zoo. Alter. Da haben wir aber richtig Plus gemacht. Also ich würde sagen, der Zoo läuft soweit ganz gut. Was ich jetzt so gar nicht gedacht hätte. Ich dachte, wir gehen schon nach dem dritten Gehege pleite. Ach du Scheiße, was schwimmt denn da alles? Wir müssen Tiere loswerden. Ach du Kacke. Vermehrt euch bloß nicht. Ach du Scheiße. Wann werden die denn älter? Es ist doch nicht ein einziges von den Viechern erwachsen. Und ich kann die vorher nicht... So, ihr hört jetzt mal auf hier mit dem. Liebe machen. Ihr dürft euch nicht mehr lieben. Das ist jetzt ab jetzt verboten. Du kommst zum Handelszentrum. Und du kommst ebenfalls zum Handelszentrum. Ich habe, glaube ich, gerade auf Abbrechen gedrückt, ne? Ja. Handelszentrum. So. Ich möchte einmal mit dir handeln. Handeln. Achso. Ach doch, du bist vom letzten Mal noch. Du bist auch vom letzten Mal noch. Okay. Mal gucken, ob wir irgendwas davon los. Huch. Warte mal. Was war das, was wir da geschenkt gekriegt haben? Ach, okay, gar nichts. Alter, die müssen nicht mal erwachsen werden. Das ist doch... Könnt doch nicht alle Jungtiere sein. Wann werdet ihr denn erwachsen? Alter, Falter. Was haben die gemacht? Ist denen langweilig da drin, oder... Kann die noch nicht heraussetzen. Oh, ihr seid ja süß. Ihr braucht ja so noch ein paar Pflanzen in eurem Domizil. Die klingen auch ein bisschen wie Salem. Oh, wie richtig knuddeln. Aber ich glaube, die lassen sich nicht knuddeln. Ich glaube, dann bin ich ganz schnell eine Hand kürzer. Hand ärmer, so. Ah, ja, ein ganz fataler Fehler. Nein. Man beachte das hier. Geht ja gar nicht. Ab da geht's ja schon. Hier eine Lücke sollte da nicht unbedingt sein.
Damit das nicht so gleich aussieht. Also, das war jetzt dämlich. Was habt ihr für Pflanzen? Tropen und gemäßigt. Tropen und gemäßigt und Asien. Asien, Tropen und gemäßigt. So, also es soll ja immer noch Frühlingsbereich sein, ne? Aber ich möchte jetzt hier auch nichts verdecken. So. Können die dann... Oh, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Können die da raus? Naja, gut. Doch, sie könnten, wenn sie wollten. Wenn sie wollten, könnten sie da ganz schnell einmal rüberhüpfen. Machen wir es so. Machen wir es so. Das kommt dahin. Und wir können das nochmal ein bisschen drehen. So. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus. Das macht gerade relativ wenig Sinn. Wer noch? Okay. Stechpalme. Eine große Stechpalme. Wenn sie den Baum zum Klettern nutzen? Nein, scheinbar nicht. Scheinbar geht das nicht. Gut. Dann können wir den jetzt ein bisschen weiter nach da stellen. Bäume haben sie jetzt genug, dann kommen wir zu den Büschen, Pflänzchen, Blümchen und was weiß ich nicht noch alles. Nein, warte. Oberflächen. Ich geb Yummy Yummy Yummy. Was ist das da? Gar nicht genau angucken. Dann haben wir hier noch so Hortensienbüsche. Aber gibt es denn auch ein ganz kleines? Ja, gibt es. Nein, das ist eine etwas sehr große Netzanemone. Also ein paar Pflänzchen hier noch mit rein.
Noch Wasserhyazinthen brauchen wir nicht. Wir haben hier kein Wasser drin, ausnahmsweise mal. So, aber wir können hier mal so ein bisschen Wurzelwerk mit reinpacken. Seid ihr da davon? So. Ist natürlich noch nicht komplett fertig, oder? Ein bisschen. Also es gibt schlechtere Gehege. So, Mülleimer hatte ich. Ja, Mülleimer habe ich. Aber hier hinten noch keine. Dann bitte einmal, bevor ihr da auf die Brücke geht. Und da ist einer. So. Ein bisschen Felsbearbeitung müsste ich denn hier auch noch machen. Hier können die vielleicht auch noch so ein bisschen Dampf mit reinmachen. Was haltet ihr davon? Ein bisschen Dampf? Also so, diesen Nebel. Es gibt ja diese Düsen hier in dem Spiel, womit man ja Nebel und so machen kann. Eine Dampflok. Keine Dampflok. Ich glaube, die passt da nicht ganz durch. So, Ambiente, wehender Staub, Nebel. So. Also ich finde, das sieht geil aus. Ich könnte auch noch... Mal. Da will ich aber nicht ganz so viel machen. Dass dann auch von oben kommt. Na, wie findet das? Gut, war jetzt nicht viel gemacht, aber... Ich glaube, es gibt Schlechteres. Dann hier halt noch ein bisschen die Bordsteinkanten verdecken. Hier oben alles noch ein bisschen schöner machen. Waren die roten Pandas, also die kleinen Pandas, überhaupt schon mal hier oben? Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich weiß, dass sie da hoch können, aber ich weiß nicht, ob sie da schon oben waren. So, kann ich jetzt vielleicht ein paar Krokodile loswerden? Nein, immer noch nicht. Wulan. Nicht Mulan, sondern Wulan. Soll das eine Mischung aus Wuhan und Mulan werden? Sein, darstellen, tun sollen? Gut, habe ich. Das Zentrum, das sind die mit den Mädels. Okay. Das möchte ich gerade erstmal noch nicht machen. Hier gibt es nicht viel zu dekorieren, aber hier den Abschnitt möchte ich einmal machen. Diesen kleinen Abschnitt hier.
So. Ich meine, das passt ja hier eigentlich ganz gut hin jetzt. Ich würde einfach so eine Blumenwiese machen. Hier einmal hin. Hier einmal hin. Okay, das ist etwas sehr riesig. Das und haben wir hier noch. So. Das ist dekoriert. Noch ein paar Brennnesseln drum. So, nichts Schöneres als Brennnesseln. Vor allem, wenn man sich reinsetzt oder reinfasst. Speichern. Nach hier hinten raus müssten wir auch noch mal was machen. Wir gestalten erstmal hier die Hütten. Ach, was ich auch noch mal machen muss. Veterinärsforschung hier. Wir haben ja jetzt Tiere, die wir vorher noch gar nicht hatten. Das waren die Tiere, die wir im letzten Zoo unter anderem mit drin hatten. Und die ich halt privat schon mal mit drin hatte. Im Zoo. Ich möchte aber einen... Tierarzt. Warte, das machen doch die Tierärzte, ne? Ich meine ja. Ja. Das möchte ich einmal befördern. Genauso wie ich einen Sicherheitsbeamten befördern möchte. Und einen Zoopfleger. Es war noch nicht viel, aber immerhin so ein bisschen. So, dekorieren. Bau. Wände. Das soll ja wieder ein bisschen asiatisch bleiben. Das gerne einmal. So. Und dann. Aber hier. Warte mal. So, okay, ändert es an der Tatsache nichts. Da. Kriegen wir hier für Dächer zustande. Sehr schön. Jetzt kommt meine Hassarbeit. Ich hasse es und tue es trotzdem immer wieder. Nein! Was habe ich denn da? Oh. Hi! Piep, piep, piep. So. Kannst du jetzt auf dieser Seite auch nochmal? So. Wie wäre es, wenn es jetzt schon fertig wäre?
Warte mal, krieg ich das hier noch? Einen nach oben? Warum tut sie da nicht? Ja klar, jetzt ist es zu doll. Das sieht dann nach unten den Scheiß aus. Nur wenn ich das jetzt noch einen nach oben mache. Machen wir das lieber. Okay. Millimeter verschätzt. So. Und machen wir unten auch noch einen Balken hin? Wie würde das denn aussehen? Na ja, okay, verkehrt ist es nicht. Nein! Nee. Machen wir nur so einen kleinen. So. Bitte noch einmal. Okay, in die Richtung geht's nicht weiter. Das verstehen. Jetzt. Okay. So. Enden. Einmal. Zweimal. Warum kriege ich die eine Seite eigentlich immer gut hin und die andere nicht? So. Hier würde ich gerne das Ding einmal nach unten. So. Sieht doch nicht schlecht aus. Was ist das hier eigentlich? Achso, okay. So. Müsste ungefähr gleich sein. Dann haben wir hier doch noch so Hängelampen, ne? Wir haben hier einmal diese. Ja, und wir haben einmal die hier. Ich hätte gerne die hier. Gut, und die Seiten lassen wir einfach so. Ich finde, das sieht gut aus. Dann können wir hier einmal noch. Wo waren da? Sind die Zäune? So, als Begrenzung für die Schlangen, so. Ich
Oder wir machen es so. Und so. Ja, gut, ragt halt ein bisschen rüber, aber geht immer noch. Geht ja nur ums Aussehen. Und dann hier einmal noch. Kann ich eigentlich den Weg nachträglich... nee, nicht. Dann nehme ich den Bordstein weg. Wie sieht besser aus? Jetzt mit Bordstein. Hier schon wieder? Och nö. Aber wenigstens haben sie es behoben, dass das hier ständig kaputt geht. Relativ wenig jetzt nur noch. Panda.